Ist es nicht schön hier auf der Mosel? Mit dem Schiffchen übers Wasser schippern, das ist schon etwas ganz Besonderes. Und bei sommerlichen Temperaturen ist so ein Ausflug genau das Richtige. Um das Element Wasser und seine Verbindung zum Handwerk geht es heute bei HWK TV. Wir waren gemeinsam mit Handwerkern unterwegs, die eine enge Beziehung zum Wasser haben und das auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Beruf und Hobby sind manchmal prima miteinander zu vereinbaren. So wie bei Marco Joost aus Dahlheim. Doch zum Hobby später mehr. Der Heizungsbauermeister hat neben seinen Kunden in Deutschland mittlerweile einen festen Kundenstamm auf der Sonneninsel Mallorca. Ja, guten Tag, Heizungsbau Joost. Ja, Sie haben Probleme mit der Poolanlage. Ja, die Filteranlage ist ausgefallen. Der Motor der Pumpe macht Geräusche. Ja, da müssen wir umgehend nachschauen, bevor man da das Wasser umkippt und es Moosbildung gibt. Hasta luego. Gesagt, getan. Nachdem der Flug gebucht ist, geht es erstmal in die Werkstatt. Marco Joost packt noch die nötigen Utensilien und Werkzeuge zusammen, um die defekte Poolanlage in Palma de Mallorca reparieren zu können. Flexibilität ist hier wichtig, kommen die Anrufe der Kunden doch meist unangemeldet. Dann ist rasches Handeln notwendig. Marco Joost weiß, dass er sich in diesen Fällen auf seine Familie und seine drei Mitarbeiter verlassen kann. Alles rein ins Auto, die Zeit immer schön im Auge behalten, Klappe zu und los geht es zum Flughafen. Und schon hebt Marco Joost ab, zum Flug in das rund 1800 Kilometer entfernte Palma de Mallorca. Dort angekommen heißt es, keine Zeit zu verlieren. Der Kunde hat ein Hallenbad, die Pumpenanlage funktioniert nicht mehr. Bei hochsommerlichen Temperaturen auf der Baleareninsel kommt man da ganz schnell ins Schwitzen. Zunächst nimmt Marco Joost eine Wasserprobe und misst anhand von Indikatorstreifen den pH-Wert. Dafür taucht er die Teststreifen in das Wasser ein. Ein Wert von 7,2 bis 7,4 ist optimal. Bei einem niedrigeren Wert lagert sich schnell Kalk ab. Mensch und Material können leiden. Nach dem Test geht es an die Pumpe. Hier prüft Marco Joost zunächst alle wichtigen Funktionen und baut den Filter aus. Möglicherweise hat sich etwas verkeilt und behindert den Umwälzvorgang. So nennt man den Prozess, wenn das Wasser in der Pumpe zirkuliert. Da ist der Übeltäter. Ein Stein und Dreck haben den Weg in die Pumpe gefunden. Das ist zum Glück schnell behoben. Die Anlage läuft wieder auf Hochtouren. Der Pool kann wieder bedenkenlos genutzt werden. Heute Morgen saß ich noch in Deutschland im Büro und da rief mich der Herr Erhard, mein Kunde, an und hatte einen Notruf gemeldet. Seine Poolanlage ist ausgefallen, sprich seine Pumpanlage, und wenn die ausfällt, ist die Gefahr da, dass schnell das Wasser umkippt. Und so habe ich mir heute Nachmittag noch schnell einen Flug organisiert und konnte ihm heute Abend hier schon weiterhelfen. Wenn Marco Joost auf Mallorca zu tun hat, dann nutzt er gerne die Gelegenheit, seinem größten Hobby nachzugehen. Denn Segeln, das ist seine große Leidenschaft. Wenn dann, wie heute, noch die Familie nachkommt, ist der Freizeitspaß perfekt. Für den einen oder anderen mag es Stress sein, wenn er kurzfristig auch wie heute ins Ausland muss. Nur ich verbinde oftmals, wenn es mir möglich ist, zeitlich das Angenehme mit dem Nützlichen. Und ich gehe ja vor Ort durch meine Bekannten, die ich hier mittlerweile gewonnen habe, gehen wir hin wieder auch mal segeln. Und so hat Marco Joost nicht nur beruflich einen engen Bezug zum Wasser, sondern auch im Hobby. Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. An Land, dafür aber trotzdem wichtig für Hobbykapitäne wie Marco Joost, besuchen wir Jürgen Ottke. Der Boots- und Autosattlermeister bietet neben Polstern und Innenausstattungen für Boote und Yachten auch den passenden Sonnenschutz. Der wird maßgeschneidert und perfekt angepasst, zunächst als Schablone gefertigt. Da kommen schon mal einige Meter auf den Tisch. Je nach Bootsgröße werden es dann, allein zum Ausmessen und Schablonieren, schon mal 2 bis 3 Arbeitsstunden. Gemeinsam mit seinem Mitarbeiter breitet Jürgen Ottke in seiner Werkstatt die Vorlage aus, vermisst, markiert und schneidet. Später wird der Stoff nach dieser Schablone angepasst und mit Haken und Ösen versehen, Abnäher angebracht und das Segel vor Ort angepasst. Das soll ein großes Sonnensegel werden für ein Boot, also für eine Flybridge. Das ist dieser Steuerstand oben auf den größeren Booten. Das wird allerdings kein wasserdichtes Gerät. Das wird bei der Größe, gibt es Schwierigkeiten mit Wassersäcken und so weiter. Das wird wirklich nur frei gespannt an 3 Stellen.
ist ein Gittermaterial, was 90% Sonnenlicht wirklich rausfiltert, aber eben gleichzeitig eben Wasser durchlässt, um eben diese Problematik mit der Wassersackbildung und so weiter zu vermeiden. Die andere Alternative ist natürlich, mit unheimlich viel Gestänge zu arbeiten, damit sich keine Wassersäcke bilden können. Hier wird es aber wirklich ein freigespanntes, luftiges Sonnensegel. Kein kleiner Sonnenschirm also, der hier unter der Hand des Sattlermeisters entsteht. So steht also dem Wassersportvergnügen nichts mehr im Wege. Vielleicht probieren Sie ja auch in den Sommerferien das ein oder andere Hobby im oder auf dem Wasser aus. Ich kann es Ihnen auf jeden Fall nur empfehlen.